Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden. Ich denke, da sind wir uns mit allen Experten in diesem Land einig. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie haben Ihr Haus, also quasi viele Menschen werden gezwungen sein, Ihr Haus zu verkaufen. Aber zu welchem Preis? Sie haben jetzt schon die Abwertung. Jeder, der keine neue Heizung drin hat in seinem Haus, da wird das Haus automatisch um 100.000 bis 150.000 Euro abgewertet. Gehen Sie mal raus auf den Markt. Das führt zu riesigen Problemen. Die sind unverkaufbar im Moment. Ja? Oder eben mit diesen riesigen Abschlägen. Und dann wird ja hier groß kommuniziert, man macht eine Riesenförderung, ist alles kein Problem. 70% Förderung. Das haben Sie sicherlich alle. Zum einen gibt es die 70% nur auf die Wärmepumpe, die der allerkleinste Anteil ist. Eine Wärmepumpe kostet rund 25.000 Euro, wenn Sie die installieren. Darauf kriegen Sie, sagt Habeck, maximal 70%. Auf den Rest kriegen Sie so gut wie nichts. Und das sind ja die entscheidenden Kosten bei einer Investition von 100 auf 150.000 Euro. Und auch, Habeck hat ja selber zugegeben, hier haben wir ja die Meldungen, Habeck streicht Zuschüsse für Wärmepumpen radikal. Es wird gar nicht die 70% geben. Er hat das ja auf maximal 9.000 Euro begrenzt. Hat er ja vor sechs Wochen, am 20. Juli bekannt gegeben, dass ab nächsten Jahr die Förderung radikal reduziert wird. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, zum Thema Strom. Wir haben gar nicht genügend Strom. Jetzt sollen plötzlich 65 Millionen Menschen, 75% aller Haushalte, heizen heute noch mit Gas und Öl. Und die sollen zukünftig alle mit Strom heizen. Wo soll denn der Strom herkommen? Es ist doch schon ausgerechnet, dass die Elektromobilität und das Heizen mit Strom zu einer Verdreifachung des Stromverbrauchs in Deutschland führen wird. Und wir sehen ja, dass wir jetzt nach Abschaltung der Kernkraftwerke zum Stromimporteur geworden sind, Netto-Stromimporteur. Wenn Sie sich einfach die entsprechenden Exportsaldo der Stromexporte anschauen, dann sehen Sie ganz genau, Deutschland war immer ein Exportland und merkwürdigerweise genau seit dem Zeitpunkt, seitdem die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, hier nämlich Mai, Juni, Juli, sind wir ein Netto-Strom-Importland. Und das Allerschlimmste ist natürlich auch, wozu wird das Ganze gemacht? Wir reden hier von einer Investition und das hat die FDP-Fraktion ausgerechnet. Ja? Also eine Regierungsfraktion, die sagt ganz klar, der Heizungshammer kostet die Menschen 2.500 Milliarden Euro. Das sind die Zahlen der FDP-Bundestagsfraktion. 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und wofür wird das gemacht? Für eine CO2-Einsparung von ungefähr 1,7% des menschengemachten CO2s, das Deutschland produziert, 1,7% in 6 Jahren, von 24 bis 30 sollen das 42 Millionen Tonnen sein. Allein die Abschaltung der Kernkraftwerke führt dazu, dass Deutschland pro Jahr 15 Millionen Tonnen mehr erzeugt wie vorher. Und wissen Sie, was diese 42 Millionen Tonnen bedeuten? Hören sich ganz schön viel an. Dazu braucht China ungefähr 32 Stunden. Um das rauszublasen, weil die erzeugen im Moment nämlich 11 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und dann können Sie das relativ selber ausrechnen. Wegen 32 Stunden wird hier quasi die gesamte Vermögen der Menschen in Deutschland zerstört. Eine absolut aberwitzige Veranstaltung. 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung, sagt selbst eine Regierungspartei. Also ein absoluter Wahnsinn.